Guten Abend, mein Name ist Mekki Klingler-Lauer. Ich möchte berichten aus Istanbul. Ich war im August diesen Jahres in Istanbul und hatte Gelegenheit, Parkschützer in der Gezi-Protestbewegung zu treffen, mich mit ihnen auszutauschen und Geschenke zu hinterlassen, unser Logo und unsere T-Shirts. Der Gezi-Park war zu diesem Zeitpunkt bereits wieder für die Bevölkerung eröffnet, nachdem er, wie wir alle wissen, am 15. Juni mit brutaler Polizeigewalt geräumt worden war. Die Stadtverwaltung hatte auf dem Gelände im Gezi-Park, auf dem das Protestcamp errichtet worden war, in aller Eile einen Kinderspielplatz errichtet und hatte verlauten lassen, sie habe diesen Park schützen müssen vor der Zerstörungswut der Parkschützer. Die Parkschützer, die ich traf, waren ziemlich zuversichtlich, dass der Gezi-Park gerettet werden kann. Aber Istanbul ist von ganz anderen Großprojekten mit gigantischem Ausmaß, die wir uns hier gar nicht vorstellen können, bedroht. Es soll die dritte Bosporusbrücke nahe des Schwarzen Meers mit riesiger Spannweite und fußend in Waldgebiet errichtet werden. Es soll ein Kanal kommen von Marmara Meer zum Schwarzen Meer, der so unnütz sein wird wie der Rhein-Main-Donau-Kanal. Und es soll der dritte Großflughafen mitten in einem Waldgebiet in der Nähe des Schwarzen Meeres errichtet werden. Dieser Flughafen wird der weltgrößte sein. Es soll dort nicht nur ein Shopping-Mall-Center errichtet werden, sondern eine ganze Shopping-Mall-Stadt. Diese Projekte sind alle unnütz für die Bevölkerung, zerstörerisch, aber sehr nützlich für große Baufirmen und andere Profiteure. Aber in Istanbul und in der ganzen Türkei wächst das Umweltbewusstsein und die Protestierer haben neue Zuversicht gewonnen und formieren sich. In Istanbul wurde jetzt ein Bündnis Defense Northern Forests gegründet. Dieses Bündnis vernetzt sich inzwischen mit der europaweiten Bewegung, von der Elsbeth heute Abend auf der Montagsdemo berichtete. Und es gibt einen inzwischen regen Austausch zwischen Stuttgart und Istanbul. Und was ich noch berichten kann, unser junger Didif-Kollege Yalcin, der im Oktober in Istanbul war und Parkschützer traf und mit ihnen zu einer Diskussionsrunde ging, als er in den Saal kam, sah er ganz groß prangern unsere Logos Stuttgart 21 und Istanbul 21. Er merkte aber auch die Zuversicht der Protestierer dort und diese Zuversicht wünsche ich uns allen, deshalb gemeinsam oben bleiben.